Von der Ostplatte in den Chefsessel. Das ist die Karriere von Jeanette. Ich weiß, dass ich eine von wenigen bin. Nur 1,7% aller Führungspositionen sind mit Ostdeutschen besetzt. Und ich bin eben eine davon. Warum so wenige Ostdeutsche Karriere machen, welche Hürden Jeanette auf ihrem Weg überwunden hat und welche Lösungen es gibt, damit mehr Ostdeutsche auf den Chefsessel kommen, das erfährst du in diesem Video. Ich bin in einem Plattenbau groß geworden in Ost-Berlin. Jeanette Gusko war 5 Jahre alt, als die Mauer fiel. Als Jugendliche sagte ihr die Berufsberatung, werde Floristin. Ich bin Teil einer ostdeutschen Arbeiterfamilie und das prägte vor allem meine Vorstellung davon, wer ich denn künftig sein werde. Ihre Eltern hätten einen Job als Bankkauffrau für sie gut gefunden. Meine Eltern haben immer gesagt, du kannst alles werden. Ja, wir sind jetzt in diesem neuen Land. Wir können dir nur nicht sagen, wie. Wir können dir nur nicht helfen, dahin zu kommen, was auch immer du machen möchtest. Dass sie inzwischen in mehreren Digitalunternehmen Chefin war, das hätte sich Jeanette als Jugendliche nicht träumen lassen. Ich bin jetzt in meiner dritten Führungsrolle und wenn ich daran zurückdenke, was ich mir in meinen 20ern überlegt habe für mein Leben, dann hatte ich diese Vorstellung nicht. Und ich glaube, diese Vorstellungslücke ist etwas, was anders ist gegenüber Menschen meiner Generation, die eben in Westdeutschland groß geworden und sozialisiert sind. Ostdeutsche in Führungspositionen wie Jeanette gibt es sehr selten. Sie sitzen in weniger als 2% der bundesdeutschen Chefsessel. Dabei haben rund 22% der Deutschen eine Ostbiografie. Wir reden also über rund 18 Millionen Menschen. Sieht es in den ostdeutschen Bundesländern besser aus? Kaum. Wenn wir Berlin mal rauslassen, leben hier rund 80% Ostdeutsche. Aber in den Chefetagen der führenden Unternehmen sitzen sogar im Osten nur 20% Ostdeutsche. Eine neue Studie der Uni Leipzig hat herausgefunden, dass die Zahl der ostdeutschen Chefinnen in den letzten Jahren sogar abgenommen hat. Wenn du das nachlesen willst, ich habe dir unsere wichtigsten Quellen unten im Beschreibungstext verlinkt. Zurück zu unserer Ausnahmefrau Jeanette. Auf ihrem Weg von der Platte in den Chefsessel war es für sie immer wieder ein Nachteil, aus einer Ostfamilie mit wenig Geld zu kommen. Zum Beispiel, als sich die Berlinerin für einen Master in Tübingen bewerben wollte. Ich konnte mir die 160 € ICE-Ticket nicht leisten und bin dann stattdessen über Nacht mit der Mitfahrzentrale gefahren. Das war ein Transporter voller 1 € Sonnenbrillen. Ich kam dann morgens um 8 in Tübingen an und nach einem kurzen Frischmachen in der Uni-Toilette stand ich dann zwischen all den anderen Bewerberinnen. Es wurde kurz zur Auflockerung gefragt, sagt mal, wo kommt ihr denn her? Und als ich dann meinte, ich komme aus Berlin, war ich nicht nur diejenige, die am weitesten angereist war, sondern ich war eben wieder mal die einzige Ostdeutsche vor Ort. Jeanette hat 2012 den deutschen Ableger von Change.org mit aufgebaut, eine Online-Plattform für Petitionen. Später war sie Geschäftsführerin beim Crowdfunding-Anbieter GoFundMe für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Trotzdem bleibt sie mit ihrer Karriere eine ostdeutsche Ausnahme. Wie sie sich engagiert, um anderen Ostdeutschen zu helfen, das erfährst du bei unseren Lösungen hinten im Video. Erstmal frage ich mich, woher kommt es, dass so wenige Ostdeutsche in den Chefsessel kommen und haben nicht längst alle Deutschen die gleichen Chancen? Das ist der CDU-Politiker Christian Hirte. Er war bis 2020 Ostbeauftragter der Bundesregierung und ist selbst in den 70er Jahren in Thüringen aufgewachsen. In meiner Generation ist es, glaube ich, kein Problem, aus den neuen Bundesländern zu sein. Im Gegenteil, man hat die gleichen Chancen wie alle anderen. Aber hätten wir gleiche Chancen, müssten dann nicht 32 Jahre nach der Einheit längst viel mehr Ostdeutsche in den Chefsesseln sitzen? Der Soziologe Raj Kolmorgen forscht zu Ungleichheiten in Deutschland und kommt selbst aus dem Osten. Er widerspricht, wenn Leute sagen, Gleichheit zwischen Ost und West, das ist nur eine Frage der Zeit. Und spätestens nach 20 und allemal nach 30 Jahren wissen wir, dass das nicht so ist. Aber wie kann das eigentlich sein, so ein Unterschied zwischen Ost- und Westkarrieren? Woran das liegt, das zeige ich dir jetzt. Es gibt 3 Hauptgründe, warum so wenige Ostdeutsche in den Chefetagen sitzen. Punkt 1 führt uns etwa 30 Jahre zurück. Das, was wir heute Wiedervereinigung nennen, war eigentlich ein Beitrittsverfahren, was ja schlicht und ergreifend bedeutete, all das, was vorher in der Bundesrepublik galt, gilt weiter. Alles, was vorher in der DDR galt, gilt nicht weiter. Das bedeutete in den 90er Jahren auch,
Um die Verwaltung und die neue kapitalistische Wirtschaft aufzubauen, kamen tausende Führungskräfte aus dem Westen in den Osten. Von den Führungspositionen waren Ostdeutsche damals praktisch ausgeschlossen. Denn Ausbildungen und Berufserfahrungen aus der DDR waren plötzlich weniger wert. Zum Beispiel, weil die sozialistische Wirtschaft nach ganz anderen Regeln lief. Es gab gar nicht die Abschlüsse, die erforderlich gewesen wären und auch heute im Regelfall noch sind, um aufzusteigen. Eine Folge des Systemumbruchs war, dass eine neue westdeutsche Elite in den Osten kam. Eine andere, dass Hunderttausende Ostdeutsche ihre Arbeit verloren. Wenn du wissen willst, welche Rolle die berüchtigte Treuhand dabei gespielt hat, empfehle ich dir dieses Video von unseren MDR-Kolleginnen. Übrigens, viele ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger haben es nach 1990 nie wieder auf gleichwertige Posten geschafft. Das war auch bei Jeanettes Mutter so. Meine Mutter war Textilingenieurin in der DDR und hat nach der Wende nie wieder in Arbeit finden können, zumindest in diese befriedigende Arbeit aus ihrer eigenen Erwerbsbiografie. Das hat nicht nur eine, sondern mindestens zwei Generationen der Ostdeutschen nachhaltig verunsichert und deswegen schlicht und ergreifend vorsichtiger und zurückgenommener, defensiver werden lassen. Und wenn es dann also um den Streit geht, wer hebt die Hand und sagt, ich will, ich kann, ich mute mir das zu, dann standen die Ostdeutschen auch aus sich selbst heraus zurück. Darin liegt eine zweite Ursache dafür, dass Ostdeutsche seltener Chefinnen werden. Denn diese Zurückhaltung setzt sich über die Generationen fort. Das hat Ratsch Kolmorgen herausgefunden. Jugendliche im Osten erwarten weniger von ihrer beruflichen Zukunft als Westdeutsche. Dream big, Fehlanzeige. Diese kleinen Schritte, die es für mich gebraucht hat, mich zu emanzipieren, von meinem Elternhaus, von ganz vielen Bildern, die über Ostdeutsche existieren, das war viel harte Arbeit. Immer noch die Ausnahme zu sein als Ostdeutsche in Führungsposition, das frustriert Jeanette. Dass die Lage so ist, hat auch mit einer besonderen Eigenschaft von Eliten zu tun, die Ratsch Kolmorgen erforscht. Und damit sind wir bei der dritten Ursache unseres Problems. Die, ganz oben, wählen Nachfolgerinnen aus, die ihnen selbst, ja, ähnlich sind. Man spricht von diesen Netzwerken der Macht, wo diejenigen, die entweder schon drin sind oder sich mindestens in der Nähe befinden, die man kennt, die man wertschätzen gelernt hat, wo die in diese Führungsposition berufen werden. Kolmorgen sagt, für die vorrangig westdeutsche Elite sind BewerberInnen aus dem Osten eine eher fremde Gruppe, die deshalb früher aussortiert wird. Man darf jetzt an den sächsischen Dialekt denken, wo wahrscheinlich Menschen aus Westfalen, Bayern oder Niedersachsen sich erstmal kurz zurückgeschreckt fühlen. Also denken wir mal alleine an die Auslandsjahre. Das konnten ja Ostdeutsche gar nicht mitbringen. Wovon Ostdeutsche auch weniger haben, Geld und Vermögen. Denn die DDR war ein Arbeiter- und Bauernstaat. Die Nachwirkungen spüren wir bis heute. 2018 hatte ein Haushalt im Osten statistisch nur ein Drittel so viel Vermögen wie ein Haushalt im Westen. Rund 21.000 Euro auf der einen Seite und rund 60.000 Euro auf der anderen. Und wir wissen, in Familien mit mehr Geld haben die Kinder bessere Karrierechancen, landen also häufiger in Führungspositionen. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Kannst du es dann nachvollziehen, dass sich zwei Drittel der Ostdeutschen als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse fühlen? Schreib's mir in die Kommentare. Ich zeig dir jetzt drei Ideen, wie es klappen kann, dass mehr Ostdeutsche in Führungspositionen kommen. Und Jeanette ist Teil einer Lösung. Wer Wendekinder unterschätzt, verschätzt sich. Jeanette engagiert sich bei Dritte Generation Ost. Das Netzwerk bringt ostdeutsche Wendekinder zusammen, um ihre Karrierechancen zu verbessern. Also ich bin 2010 zum Netzwerk gekommen und hatte beim Netzwerk Dritte Generation Ost auch wirklich mein ostdeutsches Awakening. Ich hatte für mich wirklich den Moment, wo ich festgestellt habe, hey, da gibt es ja Menschen, die teilen die gleichen Erfahrungen wie ich. Wir haben gerade gelernt, es liegt auch an fehlenden Netzwerken, dass Ostdeutsche nicht in den Chefsessel kommen. Genau da setzt Dritte Generation Ost an und sorgt für Connections und Wissensaustausch. Das Netzwerk macht auch Druck auf die Politik, zum Beispiel damit GründerInnen aus dem Osten mehr Unterstützung bekommen. Braucht es eine verpflichtende Quote, damit Führungspositionen gerechter verteilt werden? So eine Quote fordert zum Beispiel Die Linke, um mehr Ostdeutsche an die Spitze von Bundesbehörden zu bringen.
Doch Raj Kolmorgen sagt, eine Quote hätte in den 90ern geholfen, aber heute kommt sie zu spät. Die Debatte über die Quote hat sich für mich erledigt. Und zwar insbesondere deswegen, weil wir heute nicht mehr rechtssicher feststellen können, wer eigentlich Ostdeutscher oder Ostdeutsche ist, da wir diese vielfältigen Bewegungen Binnenmigration, Binnenwanderung in der Bundesrepublik nach 1989-90 hatten. Ein weiteres Problem, eine Quote würde Ostdeutsche einmal mehr öffentlich als benachteiligte Gruppe darstellen. Das könnte negative Klischees verstärken nach dem Motto, die haben es nötig, die schaffen es alleine nicht. Jetzt haben wir viele Argumente gegen die Quote gehört, aber was hältst du von der Quote? Ist es vielleicht doch eine gute Lösung, damit Ostdeutsche die gleichen Chancen bekommen? Schreib's mir in die Kommentare. Zurück zu Jeanette. Sie ist übrigens von der nächsten Lösung, der Nummer 3, überzeugt. Wir haben vorhin gesehen, die Vermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt zwischen Ost und West. Wer aus dem Osten kommt, hat nur selten Rücklagen. So jemand traut sich dann auch seltener, für die Karriere ein finanzielles Risiko einzugehen und zum Beispiel ein eigenes Start-up zu gründen. Darüber müssen wir auch viel, viel stärker reden, dass wir GründerInnen-Programme brauchen, die deutlich mehr Geld geben, weil machen wollen die Gründerinnen und Gründer in Ostdeutschland auf jeden Fall. Aber sie brauchen eben finanzielle Mittel, um überhaupt mithalten zu können. Helfen könnte dabei ein staatliches Startkapital, zum Beispiel für alle 18-Jährigen. So eine Idee hat der aktuelle Ostbeauftragte Carsten Schneider von der SPD. Sein Vorschlag, 20.000 Euro Grunderbe für alle zum 18. Geburtstag. Natürlich auch für junge Menschen aus dem Westen. FDP und CDU sind gegen den Vorschlag, unter anderem, weil man dafür Steuern erhöhen muss. Dass das Grunderbe bald kommt, ist unrealistisch. Seit kurzem ist Jeanette in einer neuen Führungsposition. Sie ist Geschäftsführerin bei Korrektiv, einem Zentrum für investigativen Journalismus. Darauf freue ich mich sehr. Das ist meine dritte Führungsposition, die ich innehabe. Es sind 80 Mitarbeitende und ja, ist der Anfang wieder von etwas Neuem. Als Chefin sieht Jeanette Ostdeutsch sein als Teil von Diversity. Eine wichtige Perspektive, die Teams bereichert. Ich persönlich bin sehr erstaunt, dass über 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch so wenig Ostdeutsche in Führungspositionen sind. Ich finde, kein Mensch soll aufgrund seiner Herkunft benachteiligt werden, denn alle sollten das Recht auf Chancengleichheit haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, empfehle ich dir noch diese Folge von Jetzt mal konkret. Warum Arbeiterkinder es seltener an die Uni schaffen. Eine neue Folge von Jetzt mal konkret gibt es alle 2 Wochen hier auf dem Kanal von rbb24. Wenn du auf Abonnieren klickst, kannst du nichts mehr verpassen.